Die Frage ist, wie erstellt man Dateilisten in Talent? Wir verwenden dafür diese File-List-Komponente und bewegen uns in diesem Job Lists hier. Und wir schauen uns das natürlich direkt an. Dieser Job hier liegt im Kapitel 14 File Management. Und was habe ich hier gemacht? Ich habe, um diese File-List-Komponente definieren zu können, einen Kontext verwendet, und zwar eine Kontextvariable aus dieser globalen Gruppe, also dieser Gruppe hier, zunächst definiert und dann in mein Repository, in meinen Job reingezogen aus dem Repository, um jetzt hier in der Komponente FileList eben sagen zu können, nicht ein Verzeichnis explizit anzugeben, sondern den Kontextvariablen-Namen, dass er nämlich mein Input-Verzeichnis durchsuchen soll. Dann soll er mein Input-Verzeichnis nach Dateien durchsuchen, also nicht nach Ordnern oder nach beidem. Ich könnte hier auch rekursiv arbeiten. Und gebe dann jetzt eine File-Maske an, also nach was möchte ich suchen. Die einfachste wäre tatsächlich nur ein Stern, so dass ich alle Inhalte aufgelistet bekomme. Und ich habe mir aber hier entschieden zu sagen, nein, ich möchte bitte jetzt wissen, welche TXT-Dateien sind da vorhanden. Und für die Dateien, die dann mit dieser Komponente gefunden werden, habe ich eine Iteration verbunden zur Fixflow-Input-Komponente. Und in dieser Komponente ein Schema mit drei Spalten definiert, nämlich welcher Ordner ist das, wo die Datei liegt, wie heißt die Datei und welche Extension hat sie. Und hole mir dann von der FileList-Komponente die dazu passenden Variablen und gebe diese Werte auf der Konsole aus. Und dann schauen wir uns das einfach an. Dann wird es auch klarer. Ich sehe hier jetzt jedes Mal mein Input-Verzeichnis. Also es ist jetzt zu erwarten, dass es das gleiche ist, weil ich hier nur auf dieser Ebene suche. Dann den Dateinamen und die Dateinamenserweiterung. Und so einfach ist es, wie du in Talent Listen von Dateien erstellen kannst.